Einen wunderschönen guten Abend Ihnen. Herzlich willkommen bei Ron, diese Sendung noch. Und dann ist Feiertag. Vorher schauen wir aber noch nach Rheinland-Pfalz, Lydia, denn dort streiken in einigen Bereichen die Busse. Große Herausforderung. Was haben wir noch? Und die weiteren Themen. Pascal Vaso ist der jüngste Bürgermeister der Ron-Region und feiert genau heute sein einjähriges Jubiläum im Amt. Wir haben ihn in seinem Alltag begleitet. Außerdem, die Hochstraße Nord, die Ludwigshafen und Mannheim miteinander verbindet, wird mal wieder übers lange Wochenende gesperrt. Mehr dazu gleich in unserem Nachrichtenüberblick. Und im Sport geht es heute um die MLP Academics. Das und noch weitere Themen heute bei Ron. Viel Spaß! Also natürlich sind es nicht die Busse, die streiken, sondern die Busfahrer, die diese lenken. Aber für die Fahrgäste ist dann einfach das Gefühl, man kommt aus dem einen Streik, Bahnstreik ist gerade vorbei, in den nächsten. In der Pfalz ist es nun soweit, nämlich die privaten Busbetriebe, Citybus Südwest, der DB Regiobus Mitte in Worms und der Palatiner Bus in der Südpfalz, die bestreikt werden. Und das Ganze schon seit heute Morgen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Personal zum Streik bis zum 19. Mai aufgerufen, da sich die Tarifparteien trotz stundenlanger Verhandlungen haben nicht einigen können. Besonders der Überlandverkehr in den Regionen und Gemeinden ist gestört. Und auch der Schülerverkehr ist im Streikzeitraum betroffen. Konkret geht es den Parteien um eine Lohnforderung von 500 Euro mehr und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Aber die Arbeitgeberseite hat nur 1.600 Euro angeboten. Marco Bärschneider ist der Verhandlungsführer für Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland. Herr Bärschneider, warum konnte denn bislang keine Einigung erzielt werden? Ja, das bedauern wir zutiefst und wir haben wirklich auch gestern wirklich sehr, sehr lange verhandelt, sehr, sehr lange auch hart verhandelt. Wir haben der Arbeitgeberseite ganz klar erklärt, dass diese 1.600 Euro Einmalzahlung eben nicht auskömmlich sind und eben keinen Inflationsausgleich darstellen. Wir hatten ja bis zuletzt ein Lösungsangebot in den festgefahrenen Tarifkonflikt eben angeboten. Es war ja die Situation so, dass da entsprechende Refinanzierungsmechanismen der Politik eben noch nicht klar waren, die aber Gott sei Dank sich jetzt entsprechend auch geklärt haben. Wir da auf einem guten gemeinsamen Weg jetzt auch sind, das Ganze sozusagen auch sicher für nächstes Jahr zu gestalten, sodass die Kernfrage eben war, wie kriegen wir jetzt diesen Tarifkonflikt in diesem Jahr befriedet? Und zwar in der Form, dass die Kolleginnen und Kollegen, um die es ja am Ende geht, auch einen Teil der Forderung, nämlich diese Einmalzahlung für den Ausgleich der erlittenen Inflation der letzten Monate und Jahre auch entsprechend erhalten. Und da haben wir klipp und klar auch erklärt, dass wir die bei 3.000 Euro sehen. Und am Ende des Tages war einfach das Delta zu groß. Die Arbeitgeberseite war nicht bereit, über den Schatten zu springen. Man muss ganz ehrlich sagen, hätten wir das gemacht, es ist nicht auskömmlich, absolut. Aber es wäre natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für die Verwaltungs- und Werkstattmitarbeiter gewesen. Denn das ursprüngliche Angebot der Arbeitgeber war in dem Bereich nämlich schon höher gelegen. Aber am Ende, Sie können es ja sicherlich auch verstehen, ne, man kommt gefühlt von dem einen Streik in den anderen Streik, auch wenn die nichts miteinander zu tun haben, aber leidtragend sind am Ende wieder die Fahrgäste. Wie sollen die das denn jetzt regeln? Das ist richtig und das ist natürlich auch sehr bedauerlich. Und wir haben natürlich am Ende des Tages auch immer den Auftrag unserer Mitglieder, nämlich hier entsprechend den Tarifvertrag durchzusetzen. Und was den Kolleginnen und Kollegen, die ja unter der Inflation leiden, eben bleibt, ist eben nur, ihre Arbeit niederzulegen und ihre berechtigten Forderungen durch Streikmaßnahmen durchzusetzen. Das ist ja auch ein verbrieftes Grundrecht, von dem die Kolleginnen und Kollegen hier Gebrauch machen. Und ich sage es ganz deutlich, das geht hier aufs Konto der Arbeitgeberseite. Denn wir haben auch gestern bis zum Schluss auch noch darum gerungen, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt mit den 1.600 Euro hier heute nach über 10, 11 Stunden Schluss machen, könnten wir zumindest vertagen, das heißt die Verhandlungen zu einem anderen Termin fortsetzen. Das wäre für die Frage der Fortsetzung der Streiks entscheidungserheblich gewesen. Das haben wir der Arbeitgeberseite auch gestern so signalisiert. Und die Arbeitgeberseite war aber trotz mehrfacher Nachfrage auch nicht bereit, gestern einen neuen Verhandlungstermin mit uns zu vereinbaren, sodass in der Folge daraus selbstverständlich
die Streiks jetzt auf den Fuß gefolgt haben, die wir entsprechend auch angekündigt hatten. Und die jetzt dann erstmal bis zum 19. Mai laufen sollen, aber danach ist das Ende, so wie ich das verstanden habe, auch weiterhin offen, wie es dann weitergeht. Marco Bärschneider, danke Ihnen erstmal fürs Gespräch. Dankeschön. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Junge Politiker, heißt es, braucht das Land. Können wir doch sagen, haben wir doch. Pascal Waso aus Epfenbach ist vor einem Jahr, heute auf den Tag, genau ins Amt gekommen. Damals als jüngster Bürgermeister der Ronn-Region. Und jetzt, 12 Monate später, ist es natürlich ein guter Punkt, einfach mal ein kleines Fazit zu ziehen. Clara Droschkozi hat ihn im nördlichen Kraichgau besucht. Ein Gruß hier, ein Schwätzchen da. Eigentlich ein ganz normaler Tag für den Epfenbacher Bürgermeister Pascal Waso. Aber nicht ganz, denn... Ich bin nur ein Jahr im Amt jetzt, seit heute. Ach ja, herzlichen ja. Dankeschön, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Vor genau 366 Tagen tritt der SPDler sein Amt an, erhält im zweiten Wahlgang rund 60% der Stimmen und löst damit seinen Vorgänger nach 16 Jahren ab. Heute sitzt Pascal Waso im Chefsessel des Rathauses, trägt Verantwortung für 30 Mitarbeiter und die 2500 Bürger der kleinen Gemeinde. Man ist eben Bürgermeister morgens um 7 beim Bäcker, man ist Bürgermeister um 21 Uhr beim Gassi gehen mit dem Hund und die Leute differenzieren das auch nicht, das müssen sie auch nicht. Ich bin sozusagen im Dienste der Gemeinde, im Dienste der Bürgerschaft und dann auch immer ansprechbar und ich glaube, das ist auch was die Leute sehr honorieren. Ja. Der 28-Jährige führt uns durchs Dorf und zeigt uns seine Lieblingsorte. Gebürtig kommt er aus Brühl, arbeitete dort im Gemeinderat, aber wollte mehr. Bei seinem Amtseintritt ist Waso der jüngste Bürgermeister der Region. Ich glaube schon, dass mein junges Alter da eine andere Dynamik, eine andere Schwerpunkte mitbringt. Digitalisierung ist ein Thema, erneuerbare Energien ist ein Thema, das nochmal viel präsenter wird. Und auch, das glaube ich, das Miteinander, das ich pflegen möchte, wieder zurück zu den Werten, die ein bisschen verloren gegangen sind in der Gesellschaft. Und es gibt noch mehr zu tun. So sucht er mit uns im April das verloren gegangene Ortsschild der Gemeinde, das inzwischen wieder hängt. Außerdem wären da noch Entscheidungen über leerstehende Gebäude, ein sanierungsbedürftiger Kindergarten und... Straße, Chöre gemacht, Kanal, ne? Das ist klar. Sanieren von der Ortsstraße wäre sehr wichtig. In den sozialen Medien ist Pascal Waso sehr aktiv und zeigt sich nahbar. Auch hier im Ort ist das wichtig und das persönliche Gespräch außerdem gut fürs Geschäft. Ein Thema, das wir hier haben, sind die Feld- und Wiesenwege, die durchaus auch sanierungsbedürftig sind. Wo man dann auch ganz klar mal sagen muss, Leute, wir müssen erstmal unser Ortskern auf Vordermann bringen, um dann eben eventuell Wald- und Wiesenwege, landwirtschaftliche Wege auch wieder sanieren zu können. Und dieses Nein ist dann besser zu verkaufen, wenn man einfach mit den betroffenen Personen in Kontakt steht. Und das kommt bei den Epfenbachern gut an. Er ist offen für die Leute, mit jedem reden. Er soll so weitermachen, er ist noch jung und wir sind zufrieden mit ihm. Alles gut und toi 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 weiterhin. Bis zur nächsten Bürgermeisterwahl sind es noch 7 Jahre. Sollte reichen, um die ein oder andere Straße auf Vordermann zu bringen. Macht's gut. Schönen Feiertag, gell? Tschüss. Wir bleiben in der Politik, haben Politikwissenschaftler Professor Thomas König bei uns von der Uni Mannheim. Also natürlich schauen wir auch auf die kommunale Ebene, stehen ja Wahlen an, Kommunalwahlen und Europawahlen. Momentan natürlich auch viel in den Nachrichten Übergriffe auf Politiker, Wahlplakate. Was macht das mit Ihnen? Wie beobachten Sie da momentan die anstehenden Wahlen? Naja, wir stellen ja schon länger fest, dass wir doch eine relativ hohe Emotionalisierung haben in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und man hat so den Eindruck, dass jetzt eigentlich auch so ein bisschen mehr Emotionen in den Wahlkampf hineinkommen. Das führt dann teilweise leider zu Übergriffen, wobei es da ja um Straftaten geht. Aber man sieht ja auch hier den Blätterwald, das Plakatieren, das Ab- und Aufbauen von solchen Dingen. Also da ist schon viel los im Moment. Das LKA in Rheinland-Pfalz hat heute gesagt, dass vor allem die Grüne und SPD von diesen Übergriffen betroffen sind. Warum diese beiden Parteien? Können Sie sich da einen Reim drauf machen? Also ich habe jetzt eine nationale Statistik gelesen. Da sind die Grünen ganz weit vorne. Und dann auf der anderen Seite, an zweiter Stelle, kam die AfD. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch feststellen. Also dass es eben so eine Art, wir nennen das Konfliktlinie gibt in der Politik. Und die besteht jetzt nicht mehr aus links versus rechts, sondern tatsächlich im Moment sehr stark grün versus AfD. Also da spielt sich sehr viel ab an den beiden Polen. Und beide sind ja im Prinzip für ihre emotionalen Themen, also Klima und Migration, bekannt. Ja.
Wichtig natürlich auch, das sind auch Themen, die die jungen Menschen beschäftigen. Jetzt hatten wir es gerade mit dem jüngsten Bürgermeister der Ronn-Region. Wie sehen Sie als auch Lehrender die junge Generation und die Politisierung dieser? Also zunächst mal als Lehrender macht es mir unheimlich viel Spaß, ja, das muss ich sagen. Und ich würde da auch jetzt nicht irgendwelche generationalen Unterschiede machen wollen. Also man sagt ja immer so schön, früher war selbst die Zukunft besser. Also das trifft nicht zu. Die jungen Leute sind zumindest bei uns sehr engagiert. Aber was jetzt die Jungwählerschaft anbelangt, da stellen wir fest, und das macht ja auch Sinn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass die sogar eher populistisch wählen. Mhm. Und das hat was auch mit ihrem Gebrauch zu tun von neuen sozialen Medien. Und wir wissen ja, dass die Rechtspopulisten sehr, sehr stark in den neuen sozialen Medien sind, während die demokratischen Parteien da noch Nachholbedarf haben. Weil die sozialen Medien auch sehr vereinfachen. Jetzt kann man es natürlich nicht wirklich vereinfachen. Auf kommunaler Ebene wählen ist wichtig, ja. Bleibt aber immer ein bisschen zurück hinter Bundestags- oder Landtagswahlen. Warum ist aber Kommunalwählen wichtig? Naja, wir haben viele Kompetenzen auf kommunaler Ebene. Und wir sehen ja auch, dass viele dieser Themen immer wieder auf der kommunalen Ebene verankert werden müssen. Nehmen Sie das Beispiel Migration. Die größte Herausforderung für die Kommunen ist es ja, den Wohnraum zu finden für die Ankommenden. Und von daher ist natürlich die Knappheit auf der kommunalen Ebene zu spüren hier. Genauso ist es aber auch bei Umweltvorschriften etc. Ja, das wird ja auch letztlich kommunal nochmal implementiert. Also wir haben sehr viele Dinge, die auf der kommunalen Ebene gelagert sind. Und von daher ist es manchmal ja vielleicht schon ein bisschen schade, dass die Wahlbeteiligung auf der kommunalen Ebene geringer ausfällt als auf der Landes- oder der Bundesebene. Einschätzung von Professor Thomas König. Danke Ihnen fürs Kommen. Ja, bitteschön. Und jetzt hacken wir das Parteienfarbspektrum ab, bleiben aber trotzdem farblich und sind bei Lila. Also eine Farbe, die für Hoffnung beispielsweise steht oder auch für Fürsorge und Herzlichkeit. So interpretieren das auf jeden Fall die Lila Damen. Die kümmern sich nämlich ähnlich auch wie Ärzte um Patienten, aber auch eben in Bereiche, wo dann die Ärzte momentan vielleicht aktuell nicht helfen können. In der Orthopädie in Heidelberg-Schlierbach sind sie tätig. Clara Droschkozi und Emilio Negrelli berichten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, die Damen. Gekleidet im lila Kittel besucht Dorothee Bayer Patienten auf Station in der Heidelberger Orthopädie. Seit 13 Jahren arbeitet sie hier leidenschaftlich und ehrenamtlich. Wir sind die Herrschaften mit Zeit. Wir bringen für die Patienten Zeit mit. Wir erledigen alles, was Zeit erfordert, wo das Personal nicht die Kapazitäten zu hat. Wir besorgen was in der Cafeteria, wir helfen beim Packen. Die Lila Damen haben nicht nur Getränke und Snacks im Gepäck, sondern vor allem auch ein offenes Ohr für die Patienten mit allen möglichen Sorgen und Nöten. Viele freuen sich, uns zu sehen, weil wir einfach so ein bisschen vom Alltag des Krankenhauses ablenken und einfach ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Patienten freuen sich über diese Besuche. Das sind halt hilfsbereite Menschen und sympathische Menschen und das Wenn man halt krank ist und hierher kommt, ist es schon schön, wenn man auf solche Menschen trifft. Man hat einfach im Hinterkopf, ach, wenn ich jetzt mal einen Cappuccino trinken will, den bekomme ich dann auch, weil die Schwestern kann man mit sowas nicht belästigen. Die haben ja genügend andere Sachen zu tun. Dorothee Bayer leitet ein Team aus etwa 100 Ehrenamtlichen im gesamten Universitätsklinikum Heidelberg. Übrigens auch lila Herren. Vor 43 Jahren sind die lila Kittel erstmals zum Einsatz gekommen. Krankenschwester Beatrix Löhr ist dankbar um die Entlastung im alltäglichen Klinikstress. Wenn jetzt jemand was besorgt haben möchte, dann müssen wir wirklich die Patienten oft vertrösten, bis Besuch kommen kann. Und von daher ist das toll, dass die lila Damen das machen. Diese Arbeit ist nicht nur für die Patienten so bereichernd. Das gibt mir sehr viel zurück. Weil diese Aufgabe kommt von Herzen und sie geht zu Herzen. Auf das Team der Lila Damen ist eben Verlass. Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises Achim Brötel soll ab September der neue Präsident des Deutschen Landkreistages, kurz DLT, werden. Das hat das Präsidium des DLT einstimmig empfohlen. Brötel ist ja seit 2005 Landrat und war vorher Bürgermeister der Stadt Buchen. Weitere Nachrichten fasst nun Max Hartl zusammen. Erneute Sperrung. Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird ab heute 21 Uhr bis Montag 5 Uhr voll gesperrt. Spundwände werden auf Höhe des Ziegeleiwegs in beiden Fahrtrichtungen in den Boden gerammt.
Die Vollsperrung sowohl nach Bad Dürkheim als auch nach Mannheim sei laut Stadtverwaltung unabdingbar. Die lange Dauer der Sperrung begründet die Stadtverwaltung mit der Erwartung eines niedrigeren Verkehrsaufkommens wegen des Feiertags und des anschließenden Brückentags. Abi feiern. Wie bereits gestern berichtet, haben auf der Neckarwiese in Heidelberg insgesamt bis zu 1000 Abiturienten bis in die späten Abendstunden hinein gefeiert. Nach Polizeiangaben seien die Feierlichkeiten weitestgehend friedlich verlaufen. Erst gegen 23 Uhr musste die Wiese geräumt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen aber lediglich noch etwa 150 Schüler dort gewesen sein. Laut einem Polizeisprecher habe es vereinzelte Beschwerden wegen zu lauter Musik, Wildpinkeln oder Pyrotechnik gegeben. Mehr Ansteckungen. Immer mehr Kita- und Schulkinder in Rheinland-Pfalz erkranken derzeit an Ringelröteln. Da die Krankheit allerdings nicht gemeldet werden muss, liegen den Behörden keine genauen Fallzahlen vor. Es sei daher schwierig, von einer Krankheitswelle zu sprechen. Es gebe über dieses Jahr aber einen deutlichen Zuwachs, so ein Sprecher. Laut Behördenangaben trete die Krankheit meist in dieser Jahreszeit auf. Ringelröteln müssen nicht behandelt werden, meist wird Bettruhe verordnet. Schwangere sollten sich aber vor einer Ansteckung schützen. Es könnte ein richtiges Partyspiel werden heute für die MLP Academics bei den Baskets Würzburg. Denn wenn sie das gewinnen, in der Basketball-Bundesliga ja das vorletzte Saisonspiel, dann ist der Klassenerhalt sicher. Wenn nicht, dann müssen sie wohl noch weiter zittern. Pascal Förster war beim Abschlusstraining dabei. Es ist die Woche der Wahrheit für die MLP Academics. Abstieg oder Klassenerhalt? Mit einem Sieg heute gegen die Baskets aus Würzburg ist die Richtung klar. Auch in Zukunft wären die Heidelberger erstklassig. Sehr intensives Spiel. Die Würzburger Fans sind ja dafür bekannt, dass sie richtig Stimmung machen. Und gerade jetzt in dem Hoch, in dem sie sich gerade befinden, auf dem vierten Platz und kämpfen noch um dritten, wenn ich richtig bin. Wird ein sehr, sehr toughes Spiel. Aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, was es für uns geht. Der Nicht-Abstieg ist das große Ziel und wir haben nur noch zwei Chancen. Zwei Chancen bedeuten konkret, sollten die Academics heute verlieren, geht es am Sonntag im letzten Spiel der Saison um alles. Soweit soll es natürlich nicht kommen, ein Sieg heute Abend ist das klare Ziel und würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Wir sind fokussiert und wollen die Chance natürlich ergreifen, um den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag klarzumachen. Wir haben es in der eigenen Hand, das ist das Gute, deshalb gehen wir da höchst motiviert und fokussiert ran ans Spiel morgen. Dass die Heidelberger überhaupt noch die Chance haben, in der ersten Basketball-Bundesliga zu bleiben, liegt vor allem an Trainer Ingo Freier. Anfang des Jahres übernimmt der 52-Jährige die Mannschaft, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem letzten Tabellenplatz befindet. Für Freier keine neue Situation. Schon bei seinen vorherigen Teams wurde er im Abstiegskampf verpflichtet und konnte sowohl mit dem Mitteldeutschen Basketballclub und dem Baskets Oldenburg jeweils den Abstieg verhindern. Nicht umsonst bezeichnet Kapitän Vargas ihn als den Feuerwehrmann Nummer 1 der Liga. Das große Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen in sich selbst, aber auch in seine Mannschaft. Und das bringt er jeden Tag hier aufs Parkett. Er bringt es jeden Tag mit in allen Sachen, die er sagt. Er spricht nur vom Sieg und wie wir das Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist genau das, was ihn so besonders macht in dieser Feuerwehrmann-Rolle, weil er eben Teams übernimmt, die nicht nur tabellarisch strugglen, sondern auch mit sich selber und mit dem Selbstbewusstsein. Und da ist er der hervorragende Mann dafür. Das Spiel gegen Würzburg wird außerdem ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Maximilian Ukrai hatte in der vergangenen Saison noch das Trikot der Heidelberger an, wechselt vor einem Jahr allerdings zurück zu den Baskets und steht jetzt bereits in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Ich schaue regelmäßig mir die Spiele an und supporte ihn natürlich, außer wenn es morgen gegen uns geht. Aber freue mich, dass er so erfolgreich spielt diese Saison und wünsche ihm natürlich alles Gute für die Playoffs. Von den Playoffs können die Academics aktuell nur träumen. Viel wichtiger ist erstmal der Klassenerhalt, von dem sie nur noch einen Sieg entfernt sind. Vielleicht klappt das ja schon heute Abend. Über dieses Ziel und natürlich das Spiel, das anstehen, da hat Pascal Förster mit dem Trainer Ingo Freier gesprochen. Saisonfinale in der Basketball-Bundesliga. Noch zwei Spiele sind für die MLP Academics auf dem Programm. Das erste am Mittwoch gegen die Baskets aus Würzburg. Herr Freier, was erwartet Sie denn da für ein Spiel? Ja, wir sind in einer Situation, in der wir uns sehr, sehr gut fühlen im Moment, weil wir uns es erarbeitet haben, selbst zu entscheiden, ob wir in der Liga bleiben oder nicht. Und das Würzburg-Spiel kann das entscheidende Spiel sein. Dementsprechend sind wir vorbereitet. Jetzt gelten die Würzburger ja auch so ein bisschen als Überraschungsmannschaft der Saison. Was macht sie denn so stark und wie kann man die Mannschaft auch knacken? Die Mannschaft ist sehr homogen und gut zusammengestellt, fühlen sich sehr, sehr wohl und leben von ihrem Selbstvertrauen der einzelnen Spieler.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Sie haben es in der eigenen Hand. Ein Sieg am Mittwoch würde den Klassenerhalt bedeuten. Spüren Sie eine gewisse Nervosität in der Mannschaft oder wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Wir haben in den letzten Wochen gut trainiert und gute Ergebnisse auch erzielt. Dementsprechend weiß jeder, worauf es jetzt ankommt und ist dementsprechend gut motiviert, alles zu geben. Ihr Kapitän Akim Vargas hat Sie zuletzt als Feuerwehrmann Nummer 1 der Liga bezeichnet, da Sie bei den beiden vorherigen Vereinen auch geholt wurden, um die Klasse zu halten, das geschafft haben. Was ist denn so das Geheimnis im Abstiegskampf? Das Geheimnis werden wir hier natürlich nicht preisgeben, weil es ist ja noch alles offen und die Frage können Sie mir in einer Woche nochmal stellen. Dann hoffen wir, dass Sie da bis dahin noch in der Bundesliga sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Freier. Sehr gerne. Stellen wir auch gerne in einer Woche nochmal die Frage. Dann blicken wir zu den Eulen Ludwigshafen in die zweite Handball-Bundesliga. Die haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Die sind quasi mittendrin in der Liga im gesicherten Mittelfeld. Und so können sie auch sicher für die Zukunft planen. Das haben sie jetzt gemacht mit dem Co-Trainer André Kogut. Verlängert und das Ganze um 2 Jahre bis 2026. Sein Vertrag wäre ja am Saisonende ausgelaufen. Kurzes Päuschen bei uns und dann werden wir kulinarisch. Da sind wir zurück bei Ron und angesichts der Uhrzeit 18.25 Uhr ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie vielleicht gerade in der Küche stehen. Grüße und möglicherweise auch gerade Paprikapulver in der Hand haben. Auch nicht unwahrscheinlich, weil es ist nach Pfeffer das zweitliebste Gewürz. Allerdings in der aktuellen Ökotest ist mehr als die Hälfte und etwa die Hälfte der Produkte durchgerasselt. Gibt aber natürlich auch welche, die man bedenkenfrei genießen kann. Paprikapulver findet sich fast in jedem Gewürzschrank. Doch laut Ökotest gehören einige der beliebten Gewürzpulver definitiv nicht in unser Essen. Wir haben 33 Paprikapulver edelsüß getestet, so ungefähr die Hälfte davon in Bioqualität. Wir haben gesagt, wir schauen dieses Mal ganz ausführlich auf das Thema Pestizide, weil das bekannt ist, dass Paprikapulver da belastet sind. Die schlechte Nachricht vorab. Insgesamt 13 der 17 Nicht-Bio-Paprikapulver bekommen eine glatte 6. Weil wir da tatsächlich massenweise Pestizidspuren gefunden haben und fast die Hälfte der konventionellen Paprikapulver überschreitet auch die gesetzlichen Grenzwerte. Paprikapulver wird nämlich aus Gewürzpaprika in Monokulturen angebaut und die mögen es warm. Damit sind sie aber auch besonders schädlingsanfällig, weshalb Nicht-Bio-Hersteller Pestizide anwenden. Ein einzelnes Pestizid ist in unseren Augen nicht gesundheitsschädlich. Was wir aber durchaus kritisch sehen, ist diese immense Zahl von Mehrfachbelastungen, also bis zu 23 verschiedene Spritzgifte in einem Paprikapulver, die summieren sich eben. Und das ist bei der Gut und Günstig Paprika von Edeka der Fall. Das Pulver kostet 79 Cent pro 50 Gramm und rasselt mit der Note 6 durch. Doch nun zu den Testsiegern. In dem Test sind die Bioprodukte eindeutig im Vorteil. Fast alle schneiden sehr gut ab. Ein konventionelles Paprikapulver ist auch dabei von der Marke Edora, was dann umso bemerkenswerter ist und was auch sehr gut abschneidet. Also auch das Nicht-Bio-Pulver von Edora glänzt mit der Note 1 mit einem Preis von 1,83 Euro pro 50 Gramm. Genauso wie der Preis-Leistungs-Sieger. Das Bio-Paprikapulver von DM bekommt die Bestnote und ist mit einem Schnäppchenpreis von 1,25 Euro pro 50 Gramm sogar noch günstiger als einige der Nicht-Bio-Paprikapulver. Ein Griff ins Bioregal lohnt sich bei Paprikapulver also und ist selten viel teurer. Noch ein Tipp für den Geschmack: Lagern Sie das Paprikagewürz am besten immer im Schrank, denn sonst verfliegen nämlich die Aromen. Und wir würzen heute das Wetter mit Einsichten und Aussichten aus Ladenburg. Die Stadt Ladenburg kann heute leider nicht mit Sonnenschein punkten. Dafür begeistert sie bei jedem Wetter mit ihrer denkmalgeschützten Altstadt und der historischen Bedeutung, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Idyllisch am Neckar gelegen, bietet sie Platz zum Verweilen oder Gassi gehen mit Blick auf den charakteristischen Leuchtturm. Ob es morgen am Vatertag wohl trocken bleibt? Der Feiertag verspricht uns dank Hoch Thomas sehr freundliches Ausflugswetter. Nach örtlichem Frühnebel startet der Donnerstag verbreitet sonnig bei strahlend blauem Himmel. Im Laufe des Tages ziehen ein paar Wolken auf und es bleibt weiterhin trocken.
Dazu wird es morgen wieder wärmer. Die Temperaturen liegen meist über 20 Grad. Entlang des Rheins sind bis zu 23 Grad drin. Am Freitag geht es ähnlich nett weiter. Der Himmel zeigt sich oft blau. Nachmittags sind mal mehr Wolken unterwegs. Insgesamt kommen wir trocken durch den Tag. Das Ganze bei Höchstwerten bis zu 25 Grad. Der Samstag bringt weiterhin frühsommerlich warmes Wetter. Die Sonne scheint fleißig. Und am Wochenende wird es noch wärmer. Und ich weiß ja, Sie alle haben sich einen Wecker gestellt, der kurz vor 18 Uhr bimmelt, dass Sie HonTV schauen. Morgen allerdings, bundeseinheitlicher Feiertag, Lydia, wir sind auch nicht da. Ganz genau, Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag. Also für manche ist das dann eher der Feiertag. Zumindest das Wetter spielt mit, ole ole. Was auch immer Sie machen, haben Sie einen wunderschönen Tag. Also wenn Sie frei haben an diesem Feiertag, genießen Sie es. Aber Freitag dann wieder Wecker stellen, dann sind wir wieder da. Wir haben keinen Brückentag. Bis übermorgen. Tschüss.